Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum letzten Spiel in der Regular Season. Wir sind heute zu Gast bei den St. Louis Rams. Wie ihr schon seht, ich habe mir mal einen kleinen Spaß erlaubt und habe mir mal eine alternative Uniform angezogen. Ja, wir sind heute mal weder in Weiß noch in Orange. Wir sind heute in Gelb. Blau muss das sein? Das ist irgendwie so eine Standard, so eine Special-Uniform gewesen, die schon im Spiel drin war. Jetzt bin ich hier. Das seht ihr jetzt hier mit schwarzen Hähnchen. Ja, und das hat dann einfach so, ich dachte mir, okay, so zur Feier, dass wir jetzt den Einzug in die Division SG klar gemacht haben, können wir uns ja auch mal ein bisschen besonders anziehen, quasi festlich, wenn ihr so wollt. Es sieht ja nicht unbedingt festlich aus, ein bisschen kackt. Dachte mir aber, wäre eine schöne Witze, wäre, ist vielleicht ganz witzig. Wer weiß, vielleicht hilft es uns ja. Denn mit einem Sieg wären wir auf jeden Fall das beste Team der AFC, also der Conference der AFC. Es gibt ja zwei Conferences, die NFC und die AFC. Wir sind ja in der AFC unterwegs. Und ja, das ist schon mal First Down gegen die St. Louis Rams. Hier bei diesem Game. Wie gesagt, mit dem Sieg könnten wir das beste Team der AFC sein. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Das beste Team überhaupt, also quasi der NFL in dieser Saison, das sind die Atlanta Falcons. Die können wir aber auch nicht mehr einholen. Die haben bisher jedes einzelne Spiel gewonnen. Müsst ihr euch mal geben. Die haben nicht ein Spiel verloren. Ja. Ich hoffe, entweder sie machen es vorher oder wir spätestens im Super Bowl. Und die sind auch in der NFC, das heißt, wir treffen frühestens im Super Bowl auf die. Was vielleicht nicht so schlecht ist. Gucken wir einfach mal, wa? Weil es so gibt, zweite Version und zwei. So, da ist ganz viel Platz und hat nichts geholfen. Somit dritter Versuch und drei. Drei Yards fehlen uns. So, und natürlich machen wir die Curls. Welche Überraschung. So, wir gucken, wo hier unsere Stärken sind. Oh, Johnson ist sehr stark. Zack! First down, souverän, ohne Probleme. Da hat sich Hennings mal ganz gemütlich nach links auf den Weg begeben. Ich habe gerade gesehen, dass rechts wir, also auf der rechten Wide Receiver Seite, einen kleinen Vorteil hätten eventuell. Gucken wir mal, ob sich das noch im Spiel auswirken wird. Hier seht ihr das. Rechts haben wir unser Johnson plus 12 gegen seinen direkten Verteidiger. Das könnte lustig werden in dem Spiel. Aber jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir hier sicher durchkommen und die ersten Punkte einfahren. Damit wir, nachdem wir im vorletzten Spiel gegen die Oakland Raiders verloren haben, jetzt quasi eine neue Serie starten. Denn das ist das letzte Spiel, bei dem wir uns theoretisch erlauben dürfen zu verlieren. Danach zählt nur noch Siege. Und ich möchte hier das Team entsprechend eigentlich gerne mit einem guten Gefühl in die Playoffs schicken. Wäre blöd, wenn man das letzte Spiel jetzt vor dem Ende noch verliert. Ach, Brown, wir passen. Dritter und sieben. Wie gesagt, wäre ja ganz schön, wenn wir das machen könnten. So. Natürlich. Ich bin doch ein Idiot. Hier, schön umgehauen habe ich den wenigstens. Da liegt er noch. Der liegt immer noch. Den habe ich aber. Den habe ich sogar. Den habe ich verletzt. Entschuldigung. Ein Injury Timeout. Den habe ich mal mächtig umgenutzt. Das heißt, Dankeschön dafür, dass er mich. Dass er hier intercepted hat. Also, der wird sich, glaube ich, nochmal überlegen, die Pille abzufahren. So. Und die Rams punkten auch nicht. Das ist wenigstens die gute Nachricht. Ja. Mal gucken, ob der gute Mann sich nochmal überlegt, hier mich zu intercepten. Kann ich mir ja nicht vorstellen, dass der das will. Das hat dem nämlich definitiv wehgetan, wie der da benommen am Boden lag. Und ich da über ihm stand, so, was willst du eigentlich hier, hä? So, First and Ten, soll ich den noch ausspielen? Schaffen wir gar nicht. Nee, schaffen wir nicht mehr. Somit das erste Viertel punktlos ausgegangen. In diesem Game of the Week. Wunderbar, EA Sports ist immer toll. So,
Was nun, was nun, was nun? Okay, Plus 17 sind so, First Down ist sicher und er rennt nach draußen. Ja, mal kurz am Wartekratzen, ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ja, schön. So, Hennings catcht das Ding sicher. First Down für uns. Und der Drive geht weiter. So. Oh, sehr schön. Nochmal ein First Down. Schöne Kurve gelaufen von Brown. Ich finde, die Uniformen sehen echt ganz witzig aus. So, so, man merkt richtig so diesen alten Charme davon. Also ist, man merkt richtig, die können nicht neu sein. Da wird hier kein Mensch mehr anziehen heutzutage. So, oh nein, First Down. aber ich denke, die werden wir dann im Laufe der nächsten Spiele. Ja, ihr seht schon, ich plane definitiv die nächsten Spiele. Werden wir die wahrscheinlich nicht mehr sehen. Also, das ist jetzt eine einmalige Geschichte. Genießt es, solange ihr könnt. Oder kotzt drauf, solange ihr könnt. Falls ihr es nicht mögt. Wer weiß, ne? So, jetzt sind wir auch offiziell in der Red Zone. 20 Yards noch, 2. und 5. Das sieht doch schon ganz gut aus. Schön erbaulich. Schade. Hätte klappen können. Dritter Versuch und 5. Schaffen wir es mit Punkten noch herauszugehen? Ich hoffe doch bitte sehr. Ich hoffe doch bitte sehr. Genau so wollte ich es sagen. Ah, Schande. Na gut. Dann halt das Field Goal. Kam der Verteidiger zu schnell. Na, 37 Yards. Das sollte ein sicheres Field Goal sein. Und dann sollten wir auch mit 3 Punkten hinführen. Na super. Also geht es noch ein paar Meter nach hinten. Foster. Offense. Number. Irgendwas. So. Ja, da ist das Field Goal. Und die Steelers retournieren und bringen einen Touchdown. Scheiße. Grusig, grusig. So, dann müssen wir jetzt hier mal Gas geben. Zack. Oh, wunderbar, so mag ich das. Wird abgefangen. Oh, doch nicht. Puh, zum Glück nicht. Gut, jetzt ist die Uhr wieder angehalten. Ich wollte es eigentlich ohne Timer machen. So. Wir stehen an der 48-Yard-Linie. Ja, das geht ein Witz, der ist durch. So, jetzt nehmen wir mal das Timeout hier. Dritter Versuch und 3. Jetzt wird spannend. Was schlägt unser Coach vor? Was will er von uns sehen? Wahrscheinlich einen weiten Versuch. So, komm. Ein Slant, okay. Mal gucken. Cofield, okay, die sind alle so langsam. Das gibt's doch nicht! Aber wir sind an der 45 Yard Linie, das ist gerade so eine Grenze. Zum Überlegen? Nee. Habe ich die Curse irgendwie vielleicht? Ein Maximum Protection Pass. Machen wir das mal. Ach nee, Schande. Ich dachte, das mache ich jetzt. So. Und natürlich wird er abgefangen. Ja, das war zu erwarten. Schande, ich dachte, ich mache den. Oh, komm. Na gut. So. Und wir sind wieder am Ball.
im dritten Viertel. Diesmal die Rams ohne Punkte in den Drive. Haben ja die Pille jetzt bekommen, da echt mal am Start. Oh, da konnte ich erst mal losreißen. Aber dann standen die Defensive Player direkt an die Kamera. Trotzdem 4 Yards gemacht. Ja, vielleicht kommen wir mit dem Brown hier mal zum First Down durch. Los geht's. Ja, lockeres First Down. Stiff Arm und nochmal 5 Yards rausgeholt. Sehr schön. Und damit 1. und 10 an der 39. So. Wunderbar. So, wir haben sogar ein Spiel zu weniger als die Fettmann. Sachen gibt's. So. 2. und 2. Schafft es Brown wieder, das fast da rauszuholen. Ja, da ist viel frei. Ah, rennt in die falsche Richtung. Oh, schade. Jetzt wollte ich gerade helfen und ihn drücken. Na gut. 3. und 1. Ja, unser Tight End hier. The Rams lined up in the nickel. Andre Johnson on the deep pass. Ah, verdammt. Hätte klappen können. The matchup at quarterback hasn't been pretty at times, Phil. They're both dealing with similar struggles in a close game. So it might come down to which one can figure it out first. Yeah, that's a Jim. I would be surprised by that. Nee, das bringt uns alles nicht. Bei Playtype, das ist ein lausiges Yard. Das ist nichts, was wir da machen müssen. Das sind nicht mal Inches, mal sowas. So, los geht's. Nein! Wir haben es nicht geschafft. Wir haben es nicht geschafft, durchzukommen. Aber wie ihr seht, die San Luis Rams haben es auch nicht geschafft. Aber. Oh, die haben es sogar deutlich nicht geschafft. Wir haben gerade mal 7 Yards. Also, die haben da irgendwo einen Fehler drin. Und First Down durch Andrew Johnson. Und dann sind wir schon wieder in Field-Goal-Reichweite, aber ein Touchdown wäre mir jetzt ganz lieb. Dass wir hier wenigstens mal in Führung kommen, denn wir sind schon im dritten Viertel. So. Touchdown! Ja, das war's. Ein Viertel noch zu spielen, das letzte Viertel in der Regular Season. Was glaubt ihr? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Werden wir das Spiel gewinnen oder nicht? Oder? Vielleicht doch. Oder nicht? Oder doch? Oder nicht? Oder doch? Ich weiß es nicht. Boah, Schande! Da standen plötzlich 2. 3. und 6. Jetzt wird's spannend. Weil wir haben schon unser Teilchen da draußen. Hat er den? Ja, er hat ihn. Yes! Das war ein ganz wichtiger. Und somit ist unser Drive noch am Leben. Sehr gut. Das war sehr wichtig, dass wir den jetzt machen. Da bin ich aber happy. Und das ist es. Ah, nicht ganz ein Jahr fehlt. Sah fast so aus. So, 2. and goal. Second goal. Ob wir das schaffen. Komm und drück dich durch. Ja! Touchdown! Und damit gehen wir in Führung im letzten Viertel. Jetzt liegt es an unserer Defense. Können sie die Rams aufhalten? Sie können es nicht. So, wir haben 3 Minuten noch auf der Uhr. Wir liegen 4 Punkte zurück. Also wir brauchen den Touchdown.
Ein Field Goal würde uns nicht reichen. Oh. Das war nicht sehr gut. It's now second and 18. Wasting no time now for this next play. Time is beginning to fade, but the quarterback knows his team still has a chance. He must produce something in a hurry. Reaches out and snaps. Wunderbar. First down ist rausgeholt. Wir geben jetzt mal, ich gebe jetzt mal ein bisschen Zunder hier. Hier sind wir schnell, okay. Time is running out here in the fourth and the defense is trying to preserve this win. Und schon wieder ein Sack. Das gibt's doch nicht! Wieso kommen die hier so schnell immer durch? So, 2018. Wir müssen jetzt hier durchkommen. Yes! Jetzt nehme ich mal das Timeout. Nicht was blöd. Na, wir, ja, wobei wir ja gewinnen jetzt gleich ein Timeout noch. Freunde, bin ich jetzt hier. Wir sind an der 50-Yard-Linie. Wir sind genau an der Mitte des Spielfelds. So, Pauli hier links außen. Yes! So, und jetzt sind wir natürlich in der Position, wo es richtig witzig wird. 11 Yards nur noch. Und jetzt ist das Two-Minute Warning. Leute, jetzt machen wir es aber wieder spannend hier. 4 Punkte, jetzt machen wir natürlich das Live-Spiel. Hoffen wir, dass wir damit durchkommen. Oh, Freunde, bin ich gespannt. Zack. Da ist eine Lücke. Und nicht ganz. 2 Yards fehlen. Oh, Mann, bin ich jetzt nervös. Das gibt's gar nicht. Den Export. Been tremendous once again today. And look, let's look at this running back. He's got legs of steel. He can break tackles. He can run around you. That's why this running game is so good. Ah! Wir brauchen den Touchdown. Convert scenario. Third down coming up here in the late stages. Yes, that's four down territory, but you don't want to face make or break at this point. Yeah, the defensive side. Now it's time for the coach to do his job. Be aggressive. Call a defense. What a yes! Touchdown. Touchdown durch Andrew Johnson. Und die Rams, doch die Rams. Die Rams haben ausgeglichen. Ich bin entsetzt. Wir brauchen ein Field Goal, das hier entscheidet. Dann werden wir ausgeglichen. Ach, mit einem Field Goal wahrscheinlich. Oh, was ist jetzt los? Jetzt hauen die einfach mal so ein Timeout raus. Wieso denn das? Hat da der Coach irgendwas entdeckt? Das ist ja mal ein Spiel zum Abschluss hier des, der Saison. Das ist der Abschluss, das zum Abschluss die, der Regular Season. Ja. Zack. Wunderbar, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie in Field Goal Reichweite kommen. Und dann beenden wir dieses Matchchen hier. Ein Mash, bitteschön. 4 Minuten auf der Uhr, also wir können uns richtig Zeit lassen eigentlich. Brauchen wir jetzt nicht hetzen. Ah! Den hat er eigentlich schon in der Hand. Puh. So, jetzt kommt der Lauf, okay. So, los geht's. Zack. Ja, da ist richtig voll die Mitte. Puh, aber trotzdem fast das First Down erreicht. Starker Lauf, wo der richtig Betrieb war. Oh, Leute. Er wird abgeblockt, Jetzt müssen wir das Ding wegpanten. Das ist mir zu nah. Wenn wir hier den nächsten Versuch vergeigen würden, dann wären die quasi schon in der Red Zone. Also da pante ich das Ding lieber weg. Hoffe, dass unsere Defense hier standhält. So, der geht richtig weit. Ja, der geht auch out of bounds. Ja, da ist er weg und die San Luis Rams an der 20-Yard-Linie am Ball. Wie sieht das aus? Yes, liebe Freunde! So sieht es aus, wir haben es geschafft. Es gab eine Interception, da unten seht ihr es.
Dritter und 17 war das schon und dann gab es die Interception, da kam wohl der lange Ball und Nick Folk, unser Field Goal Schütze, hat das Ding reingemacht. Wunderbar, ich bedanke mich bei euch beim Zuschauen, hoffe es hat Spaß gemacht und dann sehen wir uns zu den Playoffs wieder, zu den Divisional Playoffs. Ich bedanke mich nochmals sehr bei euch, bleibt mir treu, bis zum nächsten Spiel, euer Wolle, ciao. For Phil Simms, Danielle Bellini, and Larry Ridley, Jim Nance saying so long for now, and we leave you with the GMC Never Say Never moment of the game.